Es ist wieder Mittwochabend, ich bin hier in Tokio an der Tokyo Stock Exchange. Es ist dunkel, also das zeige ich euch gleich auf der anderen Seite. Hier bin ich im Studio, hier sind die Kameras schon bereit. Und ich zeige euch, bevor ich auf Shimizu-san gleich zugehe, nochmal ganz kurz den Chart. Das ist der Dow Jones. Ich finde den im Moment mega spannend, denn man sieht hier, seit dem Tief ist das ziemlich fünffällig nach oben. Und wer mich kennt, der weiß, ich zähle gerne bis fünf, bietet sich an, passt mit der Fingerzahl überein, zumindest ohne Unfälle. 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt ABC nach unten. Das muss nicht bedeuten, dass der Kurs jetzt steigt. Überhaupt nicht, das ist ja Quatsch. Nur weil ich bis 3 zählen kann, heißt das nicht, der Kurs muss drehen. Aber das heißt, wir haben eine gute Chance, wenn der Kurs über das letzte Zwischenhoch, also ungefähr hier, wo mein Finger jetzt ist, drüber gehen würde, was nicht sicher ist, aber wenn er das tut, dass wir wahrscheinlich diesen Anstieg hier vorne nochmal sehen werden. Also das nochmal in der Projektion nach hinten, vielleicht sogar noch mehr, und dann geht der bullische Markt tatsächlich wieder los. Ob das tatsächlich so passiert, da kann man noch geteilter Meinung sein. Ich bin da noch nicht so sicher, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber zumindest mal das als Trigger finde ich, als kleinen Short für vielleicht heute Nachmittag, für die nächsten Stunden, gar nicht so schlecht. So, wer diese Show kennt, hätte ich fast gesagt, Show ist ein bisschen übertrieben für dieses Video, der weiß, wir werden jetzt bei Manu-chan vorbeigucken, die winkt jetzt mal einmal, die sehen wir gleich nochmal. Meine Frage geht natürlich an Shimizu-san, ich werde es für Sie übersetzen, was er sagt. What is most important for us today? It's end of August and it's end of the summer. And it's a lot of people at the beach and not too many headlines. Only people who are making headlines are that guy on a White House and this guy in China. And apart from that, nothing really going on at this point. But this is the days before the first or the first of the series of fourth tariff. Well, retaliatory tariff between the U.S. and China that comes on Sunday, the September the 1st, and market is kind of bracing themselves at this point, and they'll see what's going to happen, and anything could happen at this point. And speaking of such, we have a headline coming up from London today that Boris Johnson is trying to have a Queen's speech delayed so that he would be able to drive UK out of EU without agreement. This is a political strategy so that he could get away with not getting obligated to get approval from the Parliament to do what he wants to do, well, what he needs to do, I guess. Obviously, sterling pound is down today, but it's been up until last week when he was traveling in Brussels and Germany and France, where he made not too many friends. But I guess there were some headlines that EU might be softening up a little bit about this Irish backstop situation. We'll see how it goes. But market is really nervous, and I guess end of the summer is close. Let's go to the beach and see a... That's a little bit mean because we don't have so many beaches in Germany anymore. No, it's okay. It's okay. Many people Lake. Yes, lake is always a good one. Lake always a good one. I'll be going. Oh yeah, that's right. I will be going. I'll be going one of those next week. This is get away from the market, I guess. But just volatile market. Watch out, and we'll see. Hopefully we'll talk to you this time next week, although I am on a vacation, I'm on the beach. We'll just try to pass the rest of the week away, I guess, at this point. Have a good trading! Thanks a lot for your insights, arigato gozaimashita. Also, ich werde es nochmal ganz kurz zusammenfassen, er hat es nämlich auf den Punkt gebracht. Ich habe zwar am Anfang den charttechnischen Hinweis gegeben für den Dow Jones, wenn man ehrlich ist, allerdings fundamental, gibt es im Moment ganz viel, was Einfluss nehmen könnte, aber ganz wenig, was tatsächlich da ist, worauf wir uns aktuell eben, ich sag mal, verlassen können. Worauf wir uns verlassen können, ist, dass die Spannung wahrscheinlich von Trump oder von Xi ausgeht. Diese beiden Kontrahenten, die Zölle, die gehen jetzt am Wochenende los.
Da ist ja wieder der nächste Regen oder Segen, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, für uns als Charttechniker oder als Trader, je nachdem, was Sie sind, oder Investor. Ja, auf jeden Fall eine Mischung aus Segen und Fluch. Es bringt auf jeden Fall mal Bewegung und das kann ja vielleicht nicht so schlecht sein. Vielleicht kommt da ja ein bisschen was. Tatsächlich, ansonsten sind wohl alle mehr oder weniger am Strand, sagt er. Da ist er nächste Woche dann auch. Denn er hat nächste Woche Urlaub, das heißt, ich werde nächste Woche nicht von diesem Platz aus berichten, sondern dementsprechend auch zumindest mal in dieser Sendung hier Pause machen. Aber wir werden uns natürlich dann trotzdem sehen. Einfluss könnte auch noch von Boris Johnson geben, denn der versucht hier ja seinen harten Brexit durchzusetzen. Da gibt es ja die Konfrontation aktuell mit denjenigen, die gesagt haben, nein, wir wollen auf jeden Fall umsetzen oder durchsetzen, dass es nicht einen ganz harten Brexit gibt. Also da bleibt es ebenfalls spannend, was daraus wird. Lassen wir uns mal überraschen. Jedwede Meldung kann den Markt im Moment nach unten oder nach oben explodieren lassen. Und deshalb, die Charttechniker, die wissen das auch nicht besser, was passiert. Der einzige Vorteil, den wir als Charttechniker haben, ist, wir wissen, ab wann wir dann tatsächlich uns in die eine oder andere Richtung mit auf das Spiel einlassen. Das ist vielleicht die Einschätzung, die wir dazu haben. So, in diesem Sinne machen wir noch mal einmal unser Gruppenbild mit Dame und Herrn. Und dementsprechend alles Gute für Sie, einen erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Toi, toi, toi. Toi.